Ja, hallo allerseits, herzlich willkommen bei Rayflow. Dieses Zitat wird Salvador Dali oder es war Pablo Picasso wahrscheinlich heute nicht mehr bringen. Daten können falsch sein, ja, genauso wie ich gerade eben den falschen Zitatgeber genannt habe, aber Computer können mehr als nur Antworten geben. Und wir haben Industrien, auch in der Logistik, die bislang noch sehr, sehr wenig digitalisiert sind. Und ich muss heute ehrlich zugeben, ein Geständnis ablegen, ich arbeite in einer Industrie, die praktisch minimalst industrialisiert ist. Ich arbeite in der Schienengüterindustrie, im Schienengüterverkehr. Und ja, wir mögen es nicht glauben, aber wir sehen sehr, sehr wenig Digitalisierung bei sehr, sehr vielen Unternehmen, die sich heute mit dem Thema beschäftigen. Und das ist eigentlich schade, denn der Schienengüterverkehr hat eigentlich anderes verdient. Häufig funktioniert Digitalisierung innerhalb von Unternehmen oder abteilungsübergreifend. Aber die Digitalisierung funktioniert sehr, sehr selten über Unternehmensgrenzen hinweg. Und das müssen wir ändern. Andere Industrien zeigen uns, wie das funktioniert. Wir gucken in die Luftfrachtindustrie, in die Seefrachtindustrie oder aber auch der Landverkehr ist heute viel, viel mehr industrialisiert, als dass es die Schiene bislang ist. Und das ist ein Problem. Ja, wir haben Fachkräftemangel, wir haben einen Weggang von Knowledge, wenn Leute in Rente gehen. Und wie ich gerade schon sagte, die Schiene verdient etwas anderes, weil die Schiene ist die Lösung zur Reduktion von CO2. Und wir müssen mehr Güter auf die Schiene bekommen. Und das werden wir nur schaffen, wenn wir digitale Marktplätze und Software-as-a-Service-Lösungen nutzen. Wie bereits in der Vorstellung erwähnt, haben wir bei der Firma Rayflow verschiedene Plattformen und Software-as-a-Service-Lösungen geschaffen, um Rail Freight easy zu machen, also wieder einfach zu machen und den Zugang zu ermöglichen. Wir sind inzwischen über 90 Mitarbeiter in Europa verteilt, haben ein Entwicklungszentrum in Izmir, wo unsere Entwickler sitzen und sind seit knapp 3 Jahren auf dem Markt. Das Wichtigste auf dieser Folie, was viele immer fragen in den ersten Gesprächen, ist, seid ihr denn neutral, seid ihr unabhängig? Und ja, das sind wir. Also an uns ist niemand beteiligt, der irgendwelche Staatsbahnen hinter sich hat oder Ähnliches. Wir sind ein neutraler Partner am Markt und wollen den Markt so optimieren. Was machen wir also? Wir haben auf der einen Seite Marktplätze, die den Zugang, die Buchung und das Matching ermöglichen im Schienengüterverkehr und im kombinierten Verkehr. Und auf der anderen Seite haben wir Software-as-a-Service-Lösungen, die den Spediteuren und anderen Partnern die Möglichkeiten geben, diesen Schienengüterverkehr wirklich durchzuführen. Wir hören von vielen Spediteuren immer, ich habe keinen Zugang, ich habe kein Knowledge, ich weiß nicht, wie ich jetzt kombinierten Verkehr machen soll. Und das lösen wir durch unser Intermodal Digital Hub. Wir haben hier für speziell Spediteure und Frachtführer ein Hub gegründet, in dem verschiedenste Funktionen kombiniert sind, modular aufbaubar, um den Zugang zum intermodalen Verkehr zu ermöglichen. Und auf 4 Punkte möchte ich ganz kurz eingehen. Ein CRM und Angebotsmanagement, um schnell komplexe Angebote im Schienengüterverkehr und im intermodalen Verkehr schreiben zu können. Wir haben eine Routen- und Preissuche. Der Spediteur kann sehr, sehr schnell über seine gesamten Partner im intermodalen Bereich Angebote finden und Züge buchen. Wir haben Fahrpläne und Abfahrten, um das Thema Kollaboration, Knowledge und auch Wissen, Visibility zu schaffen, die in diesen Plattformen integriert sind. Und wir haben natürlich auch ein Order-Management, welches es den Kunden ermöglicht, über Schnittstellen hinweg, aber auch ohne Medienbrüche, Daten von Kunden und Buchungen von Kunden zu empfangen, die dann sofort in den Systemen von Rayflow verarbeitet werden, damit der Spediteur diese dann weiterhin zu Buchungen konvertieren kann. Darüber hinaus bieten wir natürlich weitere Module, die der Kunde, der Spediteur in diesem Fall nutzen kann, um keine Ausrede mehr zu haben, keinen Schienengüterverkehr, keine multimodalen Verkehre zu nutzen, automatisierte Rechnungsprozesse, Planung und Durchführung durch TMS-Systeme, aber auch eine 360-Grad-Visibility, ETA-Daten, die von den Terminalbetreibern kommen, die dann direkt bis zu den Kunden durchgespielt werden können. Wir sehen also, wenn ich jetzt mal alle Spediteure anspreche, die hier im Raum oder auf der Veranstaltung sind, es gibt eigentlich keine Ausrede mehr zu sagen, ich kann keine intermodalen Verkehre anbieten, denn die Verlader wollen es ja. Jeder Spediteur sagt uns, die Verlader verlangen intermodale Verkehre. Mit Rayflow machen wir dies möglich.
alle Systeme in einem, alle Prozesse in einem System, Zugriff auf ein europäisches Netzwerk und Zeit- und Kostenersparnis ab dem allerersten Transport. Wir stehen hier in Halle 2 in der Startup Area und würden uns sehr freuen, euch begrüßen zu dürfen. Dankeschön.